Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine Black Friday Box bei mir eingetroffen, wo ich etwas Unterstützung hatte. Vielen, vielen Dank, liebe Vanni. Sie hatte mir nämlich ihren Code geschickt, weil sie hatte den Code zugeschickt bekommen und zwar zweimal. Einmal hat sie sich dann die Box für sich bestellt und einmal hat sie mir die Box dann, also den Code quasi, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, du bist echt ein Schatz, denn ich habe leider kein Glück gehabt. Ich habe mich da immer wieder angemeldet und ich rede hier von dieser Rossmann Black Friday Box, ne? Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man konnte sich nämlich in der Black Week bei Rossmann anmelden und irgendwie jeden Morgen konnte man sich anmelden und bis 15 Uhr hat man dann quasi eine Nachricht bekommen, wenn man gewonnen hat. Und ich habe es echt oft versucht und ich bin bei sowas echt nicht erfolgreich, um ehrlich zu sein. Und dann hatte Vanni mir dann ihren zweiten Gewinncode geschickt. Also es ist so, so geil. Vielen Dank. Vanni ist auch echt ein Schatz, ne? Eine ganz, ganz liebe. Und dann gucken wir mal in die Box. Genau, und wenn man den Code geschickt bekommen hat, konnte man für 15 Euro sich die Box in den Warenkorb legen und dann einfach nach Hause bestellen. Ich habe da noch ein paar Food-Sachen mitbestellt, da habe ich jetzt aber kein Haul so abgedreht, ne? Leute, ich habe mir Brot und Süßigkeiten geholt, wenn Claudi online shoppen geht, ne? Ganz genau, da war nichts jetzt irgendwie Beauty-mäßiges mit dabei, deswegen habe ich jetzt einfach mal kein Haul dazu gedreht. Ich glaube, ihr verzeiht mir das, denn es kommen jetzt sehr, sehr viele Hauls online, Leute. Ich bin ja doch etwas eskaliert in der letzten Zeit, gerade so um Black Friday, ne? Böse Claudi. Aber ich bin ja auch fleißig am Aussortieren und wie auch immer. Und egal, wir gucken jetzt in die Box. So, super schwer das Ding, ne? Ich weiß nicht, was da drin ist. Da waren, glaube ich, Teaser-Produkte drin. Und da soll ja auch ein Warenwert von... Hä, da ist noch eine Box drum zu. Ja, läuft bei der Box. Ja gut, das habt ihr dann schon im Thumbnail gesehen. Aber die aktuell am Drehen sein, Claudi, hat dieses Thumbnail noch gar nicht gemacht. Dann nehme ich jetzt hier mal die Box raus. Das ist immer der Moment, wo man hofft, dass nichts kaputt geht. Aber ihr seid jetzt mal live mit dabei. Dann seht ihr immer wieder meinen Struggle, den ich so mit den Boxen habe. Oh, denn räumliches Denken ist nicht so ganz meine Welt. Aber das kannst du auch gut als Versandkarton verwenden. Genau. So schaut die Box aus. Und ich glaube, ich hatte schon mal so eine Box als Männerbox mir von Rossmann bestellt, oder? Kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Oder ich habe es letztes Jahr bei anderen gesehen. Deckel ist entfernt. Und wow, ist die voll. Scheiße, ne, ey. Ne, die ist richtig, richtig schwer. Ich habe ein pinkes Seidenstreifen, was ich jetzt einmal öffne. Ist wie so eine richtige Beautybox hier. Mit so einem Klebe verschlossen. Ach, du ahnst es nicht. Oh, boah, ist die. Ist also Hammer! Hat Rossmann einmal durchs Lager und einmal wumm gemacht und in die Box rein, ne? Okay, krass. Ja, dann wollen wir jetzt einfach mal sukzessive hier durchgehen. Wir fangen jetzt einfach mal mit der Zahnbürste an, oder? Nö, komm, es ist eine Zahnbürste, ne? Es ist jetzt nicht ein Adventskalender oder sonst irgendwie. Ich habe 15 Euro für die Box bezahlt. Ich beschwere mich nicht. Es ist eine Zahnbürste. Man kann Zahnbürsten auf jeden Fall gebrauchen. Und die ist von Procodent, 44% Materialeinsparung, weil die so Löcher drin hat. Okay, eine Recycling-Zahnbürste, erdölfreie Borsten, Griff aus 100% recyceltem Plastik. Das ist auf jeden Fall alles super charmant, ne? Ja, ich habe eine elektrische Zahnbürste. Das heißt, die werde ich jetzt so für mich nicht verwenden. Aber ich brauche tatsächlich zum Putzen manchmal Zahnbürsten, also für Wohnungsputzen. Deswegen wird die da wahrscheinlich verwendet werden. Ja, gut, geil. Ich liebe die Schwämmchen von Real Techniques und hier haben wir den Miracle Powder Sponge drin. Ich muss gestehen, dass ich solche Schwämme auch gerne einfach nass mache und für Foundation mitverwende. Kenne ich nix. Da kenne ich nix, aber das finde ich ja richtig geil. Oh. Boah, ist diese Box prall gefüllt. Ich hatte, glaube ich, nur so ein ganz paar Produkte auf der Homepage gesehen. Ich habe mir gedacht, ja gut, trotzdem, ne? 80 Euro oder was soll der Wert sein? Da mache ich mal mit. Da wirklich so viel Zeug drin ist, Wahnsinn. Okay, ja gut, man merkt halt, dass es eigentlich eher ein Powder Sponge ist, weil das eine Mikrofaseroberfläche hat. Ich hatte auch mal eine Kooperation mit einer Marke, da, die haben auch diese Schwämmchen rausgebracht. Wo habe ich die denn? Die sind scheinbar gerade alle in der Wäsche. Läuft bei ihm, oder? Hier sind nämlich meine ganzen Eier. Meine Schwämmchen. Ja. Und da ist keins von drin.
Ja gut, dann sind die wohl gerade alle in der Wäsche. Die mache ich halt auch einfach nass, ne? Die kannst du sowohl als auch verwenden eigentlich. Also da wird sich keiner beschweren. Die kannst du trocken verwenden, die kannst du nass verwenden. Ich mache Schwämmchen gerne nass, weil die dann ein bisschen aufplampen. Und weil bei Schwämmchen das dann so ist, dass die weniger Produkt schlucken. Deswegen mache ich die auch gerne nass. Aber ja, ist auf jeden Fall cool, ne? Doch. Nice. Kann man schön streicheln. Dann haben wir hier etwas von Taft drin, wahres Volumenpuder. Das wird weiter wandern, ne? Weil sowas verwende ich nicht. Nö, also ich bin da kein Fan von. Ich bin überhaupt kein Haarstyling-Fan. Ich habe meine Haare und sie sind, wie sie sind. Irgendwann werde ich das vielleicht mal in Angriff nehmen, dass ich die ein bisschen kürzer schneide oder sonst irgendwas Styling-mäßiges dran mache. Aber jetzt so aktuell gefallen die mir doch eigentlich ganz gut. Und was soll ich da jetzt groß dann rumstylen? Nö, kein Bock. Nö, deswegen nichts für mich. Aber es ist ja nicht schlimm. So. Das finde ich geil. Isana-feste Spülung, Pflegeformel mit Aloe Vera-Duft für normales Haar. Das finde ich schön. Ich mag ja gerne diese festen Produkte. Und da habe ich jetzt auch immer mal wieder feste Shampoos, die ich in Anwendung habe. Und feste Spülungen habe ich noch gar nicht so viele gefunden. Jetzt gerade kommen die ja alle damit raus. Das riecht auch echt gut, ne? Also das ist halt super natürlich, ne? Du hast super wenig Müll damit. Wie ich das in meiner Dusche aufbewahre, ist folgendermaßen. Und zwar habe ich mir von Lamazuna oder so bei Douglas eigentlich so ein Pöttchen bestellt, wo man diese Dinger reinmacht. Die kannst du dann aber erst reinmachen, wenn die ungefähr nur noch halb so groß sind, weil dieses Pöttchen zu klein ist. Aber obendrauf ist so ein Metallgitterkram quasi, wie du das manchmal bei so Kerzen und so auch drauf hast, ne? Damit die nicht so rußen. Und da lege ich dann immer das Produkt drauf und dann nehme ich das dann halt immer runter und dann trocknet das halt immer. Ne? Das ist eine ganz gute Geschichte. Dann gammelt das nicht. Dann, weil wenn du das irgendwo halt so hinlegst, also wenn ich das jetzt theoretisch, ne, so bei mir ganz normal in die Duschablage legen würde, das ist ja einfach bei mir so aus Metall und dann sind da immer so Lücken dazwischen. Dann würde es irgendwann passieren wahrscheinlich, dass es da durchrutscht. Ne? Nicht nur, weil das irgendwann kleiner wird, sondern weil das einfach zu viel, zu wenig Auflagefläche hätte. So. Und dann konnte ich das auch nicht in so eine Seifenschale legen, weil da sammelt sich das Wasser und dann wird das Produkt halt irgendwann auch wieder weich. Das hat mich auch genervt. Und dann habe ich das mit den Lamazuna-Viechern gefunden. Das hat mich gefreut. Und sowas kannst du ja überall irgendwo im Dekoladen kaufen, ne? Aber das kam mir dann irgendwann mal, dass es Sinn ergeben würde und es ergibt tatsächlich Sinn. Ja, genau. So viel dazu. Hat euch jetzt bestimmt tierisch interessiert, aber das wollte ich einfach nur mal zum Besten geben. So, Lippenpflege. Birds and Bees mit Hemp. Genau. Moisturizing Lip Balm. Also das ist einfach ein Lippenbalsam, der die Lippen mit Feuchtigkeit versorgen soll. Und die von Birds and Bees sind eigentlich ganz gut. Also da habe ich bislang nur positive Erfahrungen von gehört und auch selber gemacht mit 100% natürlichen Geschichten. Und das finde ich nett. So, kannst nichts zu sagen, ne? Finde ich nice. Boah, ist diese Box voll. Das macht mich gerade sehr glücklich. Dann habe ich hier einen Deo-Balsam von Freiöl. Ohne Aluminium, ohne Alkohol. 24 Stunden Deo-Schutz. Müssen wir mal gucken, ne? Ich habe da jetzt das ein oder andere. Oh, von Freiöl Med ist das sogar. Das ist ein Roller. Das finde ich gut. Ich hatte jetzt so ein Creme-Deo letztens gehabt. Das fand ich ganz blöd. Ist ja wahrscheinlich auch ohne Parfümstoffe. Oh, ich habe eben Parfum benutzt und das riecht jetzt so richtig geil. Jetzt kommt die Herznote raus. Oh, ich habe gerade so ein wohliges Gefühl bei mir. Egal, das ist auf jeden Fall auch noch vegan und sowas benutze ich dann halt gerne abends nach dem Duschen. Da habe ich mir dann meistens auch die Achseln rasiert, ne? Und wenn ich da irgendwas mit Alkohol nehmen würde, dann würde ich erstmal so durch die Gegend rennen, als hätte ich Rasierklingen unter den Achseln. Und deswegen finde ich es ganz gut, ne? Werde ich auf jeden Fall dann verwenden. Und Freiöl ist auch eine schöne Marke. Dann haben wir von Neutrogena Hydro Boost Aqua Perlen Serum. Nee, das hatte ich noch nicht. Ich hatte, glaube ich, mal Neutrogena Serum. Ich hatte auch schon mal Neutrogena Gesichtscreme. Die war okay. Mit Hyaluronsäure und pflanzlicher Trehalose mit Vitamin E und Perlen. Nee, mit Vitamin E Perlen. Genau, und das ist ein Serum. Die sind jetzt nicht so super teuer, aber die sind auch nicht so super günstig. 30 Milliliter ist hier enthalten. Und deswegen finde ich das cool, dass sie sowas mit reingepackt haben. Und du hast vor allem hier ja auch so eine Art Probierbox, ne? Du kannst dir dann die Produkte einfach mal probieren. Boah, ist das schön. Erinnert mich an den Love Primer. Wunderschön. Oh, sowas hat man doch gerne im Badezimmerschrank stehen, oder? Verwende ich gerne sowas. Das ist hübsch. Ja, das möchte auch verwendet werden, definitiv. Genau, und spendet intensive Feuchtigkeit, hilft trockene Hautlinien zu glätten, lässt müde Haut sofort erstrahlen. Schön, das ist doch nett.
da beschwert man sich nicht. Rundumpflege, Handcreme haben wir natürlich auch mit dabei. Intensive Pflege mit Bio-Mandelöl und Bio-Shea-Butter, langanhaltende Feuchtigkeit. Und das ist von Lavera. Das ist vegan und das kann man aktuell gut gebrauchen, so häufig wie wir uns die Hände waschen. Ne? Ich verwende auch mittlerweile immer wieder auch Handcreme für meine Füße, denn die Fußcremes, die ich habe, sind irgendwie nicht so reichhaltig wie die Handcremes, die es mittlerweile gibt. Also sowas wäre für mich auf jeden Fall was für die Füße bei mir. Genau, weil die brauchen Liebe. So, dann habe ich hier noch etwas drin und zwar von Foamy ein festes Shampoo. Finde ich geil, dann hast du hier ein festes Shampoo und eine feste Spülung mit drin, ne? Gefällt mir. Geschädigtes Haar intensiv aufbauend mit Hibiskus. Ich glaube, da war ich auch tatsächlich schon mal dran versucht. Oder wie auch immer. Oder habe ich das sogar schon? Riecht auf jeden Fall sehr gut. Das ist halt so ein Stück, ne? Und das ist sogar zum Aufhängen. Das finde ich immer sehr nett. Ich nehme es mal raus. Genau. Und dann hast du hier so einen Aufhänger mit dran. Cool finde ich auch, dass hier schon direkt Shampoo dran steht, ne? Das hier ist wirklich sehr praktisch, weil du kannst es dir genauso in die Dusche hängen. Und brauchst da halt nicht so ein Lamazuna auf Bewahrungsvieh. Da muss man halt wirklich nur gucken, dass man das Produkt, was hier oben dran ist, nicht verwendet, glaube ich, ne? Weil ansonsten fällt dir das ganz schnell runter. Das riecht gerade so gut. Boah. Und ich glaube, Foamy war ja mit die erste Marke, die ja diese festen Geschichten rausgebracht hat. Und das finde ich sehr, sehr lobenswert, dass sie da den Ball ins Rollen gebracht haben. Deswegen, cool. Yay. Yay, yay, yay. Also ja, das ist eine schöne, bunte Mischung hier drin, Leute. Und es hört nicht auf. Yuti iPad Mask. Das sind ja diese Geschichten, die jetzt sehr viele auch gekauft haben und immer wieder gezeigt haben und gesagt haben, die sind so geil. Und jetzt muss ich die auch mal ausprobieren. Deep Hydration mit Aloe Vera, Hyaluron und Vitamin E. Das sind diese hier. Ich persönlich verwende halt lieber diese Eyepatches, die halt so in Pöttchen drin sind und wo so 60 Stück drin sind. Ne? Habe ich auch bei mir im Spiegelschrank stehen im Badezimmer. Ist nachhaltiger, weil du hier halt sehr viel Müll dann immer mit drin hast, weil für eine Anwendung so viel Müll ist halt genauso wie auch mit den Tuchmasken zum Beispiel. Ne? Ist eine schwierige Sache, aber dafür, ja, gefallen mir halt. Ne? Das ist schon schön. So. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen dekorativer Kosmetik und hier haben wir den Klopper drin, der tatsächlich auch schon auf der Homepage beschrieben war. Revolution Shadow Palette, das ist diese hier, die Forever Flawless in der Farbrichtung Allure. Genau, ja, ich weiß nicht, ich habe davon keine einzige. Ich stand da immer wieder vor, immer wieder und ich habe mir nie eine mitgenommen. Also die gibt es ja auch so im Rossmann zu kaufen im Laden, ne? Ich weiß nicht, warum ich mir die nicht mitgenommen habe. Wirklich nicht. Und das ist ja die neue Generation mehr oder weniger von den Revolution Paletten. Die ist ein bisschen hochpreisiger, aber dafür auch hochwertiger, weil du hier oben diesen Spiegel mit drin hast und du hast große Fännchen, die ein bisschen weiter auseinander sind, was ich sehr begrüße. Die Fännchen haben Namen, die aufgedruckt sind. Du hast so eine blecherne Verpackung, was ich auch sehr schön finde. Und ich würde sagen, das ist auch eine sehr gefällige Farbgestaltung hier. Jetzt swatchen wir einfach mal ein bisschen was. Natürlich sind diese Swatches nicht so aussagekräftig, wie jetzt ein Augen-Make-up damit wäre. Sind wir ja mal ehrlich, ne? Das heißt, wenn du die mit dem Finger aufträgst, ist immer eine andere Sache, als wenn man die mit einem Pinsel aufträgt. Und wenn man die auf der Hand aufträgt, ist es immer eine ganz andere Geschichte, als wenn man die mit auf den Augen aufträgt. Aber das sieht schon mal sehr schön aus. Auch wenn ich sagen muss, dass die Farben, die in dieser Palette drin sind, sich sehr ähneln. Boah, diese Schimmertöne, die kann Revolution einfach hammermäßig gut, ne? Ja, die muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Warum eigentlich nicht? Finde ich ganz nice. Doch, doch, doch. Und das ist das Herzstück von dieser Box. Und das Herzstück der Box gefällt mir doch wohl ganz gut. So, die war auch, glaube ich, mit abgebildet. Ne? Also viele Produkte, die jetzt hier so sind, die waren gar nicht abgebildet. Jetzt machen wir noch einen Schwenk zu Pflege. Und zwar Sebamede Lotion. Feuchtigkeitspflege mit Kamillenextrakt für empfindliche Haut. Zieht schnell ein, fördert die natürliche Feuchtigkeit der Haut. Und 200 ml sind in dieser medizinischen Hautpflegegeschichte enthalten. Ja, ne? Wenn man mal wieder so Probleme hat mit der Haut, die ich gerne mal habe, so diese Winterhautgeschichten, dass ich trockene Schienbeine habe oder juckende Ellenbogen oder sonst irgendwas, ist sowas einfach viel, viel besser für die Haut, als wenn ich mir diese ganze parfümierte Geschichte da drauf haue. Und deswegen kann man sich das einfach auch gut mal ins Badezimmer für Notsituationen stellen. Finde ich eigentlich ganz nice und ich weiß, dass manche das halt auch nicht gerne mögen, wenn Bodylotions parfümiert sind oder so. Das werde ich mir mal angucken. So. Das Produkt wird leider weiter wandern, auch wenn ich es sehr interessant finde. Von Max Factor, Color Elixir Soft Matte, eben weil es Soft Matte ist, in der Farbe Soft Berry.
ich mag einfach keine matten Lippenprodukte, aber es passt super schön auch zu der Lidschattenpalette. Also das wäre ein super toller Look, ne? So in Kombi. Würde das gut halten, gut funktionieren. Entspricht auch so ein bisschen der Farbe, die ich auf den Lippen trage. Aber ich habe nichts Mattes auf meinen Lippen, weil ich es nicht mag. Bin ich ehrlich, ist nicht meine Welt. So, Mascara. Mascara haben wir hier, die Volume Million Lashes Extra Black von L'Oreal. Die habe ich, glaube ich, schon. Auch eine Mascara, die einfach viele mögen. Ne? Die ist sehr gefällig. Die hat so ein sehr, sehr großes Bürstchen. Das sieht man hier auch. Sieht man es? Man weiß es nicht. So ein Kunsthaarbürstchen, was halt ein richtiger Oschi ist. Und ja, halt dann deine Wimpern auch toll aussehen lässt. Ich habe jetzt heute auch eine von L'Oreal drauf. Das ist diese Air Volume Vavavoom Mascara. Die ist krass. Die ist richtig krass. Die habe ich noch gar nicht so intensiv probiert. Das muss ich nochmal gucken. Nö, aber mal schauen. So, dann haben wir noch ein dekoratives Kosmetikprodukt. Und zwar den Eyebrow Designer von Rival de Loeb. Okay. In der Farbe 03 Transparent. Das ist schon mal nice, weil das kann dann halt jeder, der die Box halt hat, verwenden. Gucken wir uns das mal an. Das ist einfach ein kleines Bürstchen. Oh, ich bin ja ein Fan von so kleinen Bürstchen, ne? Oh, ist das niedlich. Oh, das kann man nur lieb haben wollen. Okay, ja, das ist halt so ein Augenbrauen-Gel. Kann man sich so drauf machen und seine Augenbrauen in Form bürsten. Finde ich nett. Ja, hat jetzt nichts Spezielles gerade. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt ja ganz furchtbar. Ne? Ich mag das Bürstchen, es trägt jetzt auch kein Produkt oder so von meinen Augenbrauen ab. Da habe ich eine kahle Stelle, da muss ich immer zusehen, dass ich meine Härchen ganz genau in Form gebürstet bekomme. Aber es ist cool. Ja, mag ich gerne leiden. Toll. Also da haben wir jetzt auch sehr abwechslungsreiche dekorative Kosmetik drin, ne? Nicht irgendwie einfach nur 5 Lippenprodukte reingehauen oder 6 Nagellacke oder so, sondern halt abwechslungsreich. So, 2 Sachen haben wir hier noch drin in der Box, wenn ich das richtig sehe. Und das sind 2 große Produkte. Ach, wie schön. Titisept, Aromadusche, Limette und Zitronengras, erfrischend. Frei von Paraffin, Silikon, Mineralölen und Mikroplastik, 250 Milliliter. Und ich mag gerne Titisept tatsächlich. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich für ein Fußbad sehr gerne nehmen würde wahrscheinlich. Und nicht für die Dusche, weil ich mag ja nicht so gerne zitrische Düfte unter der Dusche. Aber als Fußbad ist es sehr, sehr erfrischend im Sommer. Deswegen lasse ich es jetzt auch zu. Vielleicht wandert das weiter, aber sehr wahrscheinlich geht es tatsächlich in mein Fußbad für den Sommer. Wenn du so ein eiskaltes Fußbad dir machst und so einen Hauch von dem hier mit. Oh, ich glaube, das kommt ganz gut, ne? Sehr erfrischend für müde Füße. Und dann haben wir hier drin ein Rosengesichtswasser. Wie oft wollte ich mir das schon kaufen? Und wie oft war das ausverkauft? Jetzt habe ich es da. Geil. Von Nivea. Rosenwasser natürlichen Ursprungs, klärt die Haut, spendet intensive Feuchtigkeit und verfeinert die Poren. Und das hier ist halt wirklich ein Gesichtswasser. Es ist kein Micellenwasser, hoffe ich. Es ist doch einfach nur ein Gesichtswasser, ne? Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem Nivea-Reinigungsprodukt, trinken Sie ein Wattepad mit dem Gesichtswasser. Und streichen Sie damit sanft über Haut, Hals und Dekolleté, damit dabei die Augenpartie aussparen und du lässt es drauf. Genau, Micellenwasser sollte man abwaschen, Rosenwasser oder halt Gesichtswasser oder Toner kannst du drauf lassen. Das sind immer so die Unterschiede, aber das finde ich so toll. Oh, es ist geil. Boah, Wanni, danke, dass du mir deinen Link geschickt hast, ne? Wie? Und ich hatte schon wieder vergessen, dass ich das haben wollte. Mein Freund macht gerade mit dem Soda-Stream was zu trinken. Habt ihr das Puppen gehört? Das war der Soda-Stream. Das riecht wirklich viel, viel besser tatsächlich als das von Rosens, weil das von Rosens riecht ja mehr so nach leicht, also Rosen, die man in einem Rosenstrauch, also Strauß drin hatte, die ja schon abgeschnitten waren und die man dann nach einer Woche oder so aus dem Glas nimmt, in die Hand nimmt und dran riecht. So riecht das Rosens ungefähr. Und das hier riecht super frisch. Und das riecht auch irgendwie gar nicht so richtig nach Rose. Nee, es hat nur einen Hauch von, ne? Also das muss man halt wirklich dazu sagen. Es riecht deutlich frischer, weil du noch diesen Nivea-Duftgedöns mit dabei hast. Und das feiere ich gerade sehr. Mega geilomat. Und das war jetzt tatsächlich die Box. Hammermäßig. Also da konnte man wirklich Glück haben. Und Wanni, danke, dass du doppelt Glück hattest und dein Glück mit mir geteilt hast.
Ja, ich freue mich da sehr drüber und schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr auch so eine Black Friday Rossmann Box euch geholt habt und was ihr so drin hattet, wenn ihr die geholt habt und so weiter und so fort. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!